aber ein wichtiger Beitrag für den vielen Abend. Bei uns im Sommercamp der Partnerstädte gibt es eine Tradition. Wir möchten sehr viele Leute zum Weinen bringen, damit man merkt, wie emotional sie beteiligt waren an dem ganzen Geschehen, was sie selber gestaltet haben. Wir möchten sie nicht zum Weinen bringen, aber emotional anrühren wollen wir sie schon. Nur ungern verabschieden wir uns von ihnen. Sie haben unser Engagement in der stetigen partnerschaftlichen Arbeit mit Bizeps über einen langen Zeitraum kritisch begleitet, uns viele bürokratische Hürden beseitigt, uns Mut gemacht, getröstet, Erfolge mit uns gefeiert, uns ihre Sympathie und ihre Freundschaft. Die Zusammenarbeit mit ihnen war unkompliziert, auf Augenhöhe, freundschaftlich, herzlich, humorvoll, verlässlich und motivierend. Eins habe ich vergessen, das war. Es war auch immer ein kultureller Höhepunkt, wenn sie zu ihrer Gitarre gegriffen haben. Auch wenn wir sie zukünftig vermissen werden, wünschen wir ihnen für die Zukunft alles, alles Gute. Immer werdende Gesundheit, Glück, Schaffenskraft und unübersehbare Erfolge. Mögen sie eine Karriere machen, dass wir nur noch von ihnen aus der Zeitung. Außenminister. Wir sind dafür. Vielleicht denken sie ja auch mal an uns. Und so als kleine Motivation zu nachdenken und zurückdenken. Keine Auswahl von und natürlich unsere Unterkunft. Heulen! Wir haben natürlich noch ein paar praktische Dinge aus Frankfurt-Oder, damit Sie, wenn Sie Ihren Kaffee oder Ihren Tee trinken, immer an Frankfurt-Oder denken. Ja. Und wir sind der Glückshahn aus Frankfurt-Oder, der ist ganz frisch. Wir sind der Erste, der hier kommt, und noch gut sein, damit wir am Pflicht der Frühstück gehen können. Denken Sie an uns. Herzlichen Dank für Und wenn wir traurig sind, dass wir noch den trinken, aus der Tasse keinen Kaffee oder Tee, sondern da wohne ich nicht, da bin ich nur müde.